Guten Tag, liebe Zuschauer, zur Februar-Ausgabe von M hoch 3, Ihrem Magdeburger Monatsmagazin hier im offenen Kanal. Folgende Beiträge haben wir unter anderem für Sie vorbereitet. Wir waren bei der Auftaktveranstaltung für ein neues Kulturprojekt im Stadtteil Buckow dabei. Wir haben in Magdeburg den weltweiten Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen begleitet. Und wir haben uns die Ergebnisse des Modellprojektes Ich will mich erläutern lassen. Das und mehr erwartet Sie in den kommenden 45 Minuten. Unser erster Beitrag entführt Sie in eine der bekanntesten Magdeburger mittelständischen Firmen, die Abtshof Spezialitäten-Destillerie. Dort gab es kürzlich mit ein wenig Verspätung einige Jubiläen zu feiern. Und neben reichlich Prominenz waren auch wir mit der Kamera dabei. Verspätung deshalb, weil eigentlich alles schon für das vierte Quartal des Vorjahres vorgesehen war. Aber da der Ministerpräsident bei der Jubiläumsfeier dabei sein sollte, richtete man sich nach dessen Terminkalender. Dennoch musste Rainer Haseloff passen, denn er wurde krank. An seiner Stelle war Wirtschaftsministerin Birgitta Wolf nach Buckow gekommen, um zum einen den 50. Geburtstag des Firmeninhabers Gideon Nissenbaum, den 70. des Geschäftsführers Gerhard Mette, aber vor allem den 20. Jahrestag der Privatisierung des Unternehmens zu begehen. Denn ohne die erfolgreiche Entwicklung von Abtshof in den zurückliegenden beiden Jahrzehnten hätte es gar nichts zu feiern gegeben. Das sahen auch alle Redner der Veranstaltung, die vom Bläserquartett der Telemann Musikschule eröffnet wurde, so. Gegründet wurde die Abtshof Brennerei 1924 als Niederlassung eines Weingutes an der Mosel. 1992 wurde Abtshof aus einer Mischung aus Verkauf und Management-Buyout privatisiert und seitdem entwickelte man sich zum Marktführer bei Absinth, von dem 50% in Deutschland bei Abtshof hergestellt werden. 35 Mitarbeiter hat die Firma heute, eine eingeschworene Gemeinschaft, fast eine Familie. Zur Produktpalette gehören außerdem Liköre, Kräuterspezialitäten, Spirituosen und koscherer Wodka. Je nachdem, was gerade produziert werden soll, kann die große Abfüllanlage schnell umgerüstet werden. Zum Flaggschiff hat sich der grüne Absinth 66 entwickelt, dessen ausgefallene Flaschen zum Teil noch in aufwendiger Handarbeit konfektioniert werden. Geprägt waren die letzten 20 Jahre vor allem durch die Veränderungen. Nach der Wende begann das eigentlich bei Null. Wir waren nicht mehr gefragt am Markt. Wir hatten eine Ausstattung, Flaschen und Sortimente, die die Bevölkerung nicht mehr haben wollte. Und da kam es darauf an, in ganz kurzer Zeit Formflaschen zu entwickeln, die Ausstattung zu verbessern und auch neue Produkte zu entwickeln. Und da hatte man das Glück, gute Leute aus den alten Bundesländern zu finden, die bei der Entwicklung neuer Produkte und bei der Listung großer Handelsketten wie Spar und Edeka behilflich waren. Ohne die Familie Nissenbaum stünde Abtshof heute nicht auf solch gesunden Füßen. Ja, Abtshof ist natürlich ein mittelständisches Unternehmen. Wir können uns hier nicht mit Nordhausen oder mit Wilden messen, ist ganz klar. Wir haben auch eine andere Ausrichtung. Wir sind Spezialitätendestillerie und haben eben den großen Wurf gelandet ab Absinth 66, wo wir heute der Marktführer in Deutschland sind. Nicht? Und das erfüllt uns schon ein bisschen mit Stolz. Nun könnte man sich mit 70 eigentlich zur Ruhe setzen, aber das hat Gerhard Mitte nicht vor. Ja, naja, man ist doch mit den Unternehmen verwurzelt. 51 Jahre Abtshof, da identifiziert man sich mit diesem Betrieb, als wenn es der eigene wäre. Und ich fühle mich soweit gesundheitlich noch ganz mobil. Haben jetzt auch endlich den richtigen Nachfolger und Geschäftsführer gefunden. Gemeint ist Frank Wabulinski, seines Zeichens Magdeburger und zuletzt beim Handel tätig. Er weiß also, worauf es ankommt. Nee, und es muss eben so sein, wenn er kommt, dass sie nicht sagen, jetzt kommt Wabulinski, sondern jetzt kommt Abtshof. Nicht, wenn ich irgendwo hingehe, dann geht das schon los, oh, Abtshof kommt. Und so muss man identifiziert sein mit dem Unternehmen. Letztes Stichwort Zirkusmuseum. Wäre das ohne Abtshof endlich überhaupt denkbar? Nein, das wäre nicht denkbar gewesen. Ich habe eine Sammlung bei mir unten im Keller gehabt, die natürlich platzmäßig immer weiter ausuferte.
Aber dann kam eben der glückliche Umstand der Sanierung dieser beiden Krämervilla und des Kutscherhauses mit der Beauflagung, 5 Jahre öffentlich zu nutzen. Und die Frage stand ja, was machen wir damit? Ja, und da habe ich zu meinem Inhaber gesagt, Herr Nissenbaum, wissen Sie was, wir machen ein Zirkusmuseum. Wir haben hier noch. Und, was hat er zuerst gesagt? Ja, hat er gesagt, ja, machen Sie mal. Meine Tante war auch mal Zirkusartistin. Wir kennen das Milieu so ein bisschen vom Zirkus. Ja, und so ist das dann Schritt für Schritt vorangegangen. Bloß wir wollen natürlich auch ein eigenes Objekt haben. Wir sind ja immer auf Privatboden. Und auch in 2 Gebäuden verteilt. Daher schwebt Gerhard Mitte so etwas wie eine stillgelegte Schule oder vielleicht die alte Polizeidirektion am Hassebachplatz vor. Allerdings ginge da die Sanierung wieder von vorne los. Aber der Bauzustand sieht doch so schlecht nicht aus. Und es ist ja ein Unterschied, ob das eine Arbeitsstätte ist oder ob es ein Museum ist, wo Besucher durchgehen. Nicht? Also das wollen wir bestimmt hinkriegen. Herr Mette, der offene Kanal wünscht Ihnen persönlich, Ihrer Familie, Ihren Inhabern und Abzupf natürlich weiter viele schöne Jahre. Ja, danke schön. Wir haben uns Mühe gegeben. Haben Sie schon einmal etwas vom Dingweg gehört? Sollten uns zufällig Dortmunder sehen, die würden sagen, ja, kennen wir. Dort ist das eine Straße. Hier in Magdeburg ist das ein neues Kulturprojekt. Was sich dahinter verbirgt, beleuchtet der nächste Beitrag. Bukau ist wie jeder Stadtraum ein Ort von verschiedenen Dingen. Alltagsding, Kunstding, Gebäuden, natürlichen Dingen und Menschen, die alle zusammen eine bestimmte städtische Atmosphäre entstehen lassen. Diese Atmosphäre ändert sich, wenn neue Elemente, Objekte oder Dinge in das bestehende Ensemble eingefügt werden. Das soll in den nächsten Wochen und Monaten an etlichen Stellen in Bukau der Fall sein. So entsteht ein Dingweg. Begonnen wurde damit dieser Tage am Bukauer Bahnhof. Wer hatte eigentlich die Idee dazu? Naja, die Idee ist im Grunde genommen aus verschiedenerlei Richtungen gewachsen. Zum einen hat es damit zu tun, dass wir im Rahmen eines Forschungsprojektes, was über das sogenannte Ex-Vost-Forschungsprojekt von der Stadt damit beauftragt worden sind, ein Kulturmanagement im Stadtteil Bukau durchzuführen als Studiengang Cultural Engineering. Und in dieser Kooperation haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie dieses Kulturmanagement aussehen könnte. Und eine Idee, das über sozusagen zwar erstmal einer temporären Einheit, dann aber möglicherweise mit einer Verstetigung zu realisieren, war der sogenannte Dingweg Bukau, den wir im Rahmen dieses Forschungsprojektes nun in eine sozusagen erste Runde bringen wollen und in hoffentlich noch viele weitere folgende Runden bringen möchten. Momentan ist bis auf den Bahnhof Bukau vom Projekt Dingweg noch nicht allzu viel zu sehen. Es muss sich also in den nächsten Monaten noch einiges tun. Also wir haben ganz bewusst für diese erste Eröffnungsveranstaltung einen Zeitpunkt gewählt, in dem man sehen kann, dass der Dingweg tatsächlich noch nicht fertig ist. Also man sieht, es beginnt etwas und es wird auch in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen. Eine nächste Etappe wird sein, in etwa 4 Wochen die Eröffnung von sogenannten Figurensäulen im ganzen Stadtteil, auf denen entsprechend der Plätze, wo diese Figurensäulen stehen werden, figürliche Entsprechungen für diese Orte zu sehen sein werden. Das heißt, wir haben versucht, die Plätze im Stadtteil zu übersetzen, ihnen ein Gesicht zu geben. Und das wird die nächste Aktion sein, gefolgt von immer auch weiteren Bespielungen von offenen und freien Fenstern und Wandflächen im Stadtteil. Das heißt, das läuft sowieso kontinuierlich in den nächsten Wochen weiter, sodass man sagen könnte, in 4 Wochen vielleicht die nächste Etappe, dann vielleicht in 1 bis 2 weiteren Monaten folgen dann die nächsten Etappen. Und so stellen wir uns vor, geht das in den nächsten Monaten dann weiter. Wenn das Wetter sich also langsam in Richtung Frühling entwickelt, sollte man seine Schritte in Richtung Bukau lenken und den Stadtteil durchstreifen. Wenn man Glück hat, kann man dann immer mal etwas Neues entdecken. Genau, das ist die Idee. Die Idee ist, dass sich eben auch die Veränderung sichtbar für alle vollzieht, sodass man immer wieder Lust bekommt, auch durch den Stadtteil zu gehen, immer wieder Lust bekommt, auch mal die Ecken, die man vielleicht eigentlich schon kennt, zu durchstreifen und nach neuem Ausschau zu halten. Der Dingweg Bukau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universität und der Stadtverwaltung. Es ist temporär angelegt bis 2014. Finanzielle Unterstützung kommt vom Bund. Projektträger ist die Baubikon.
Informieren kann man sich über den Fortgang des Projektes auf einer eigens eingerichteten Webseite, die allerdings bislang noch etwas dünn daherkommt. One Billion Rising, zu Deutsch 1 Milliarde erhebt sich. 1 Milliarde Frauen, das heißt jede dritte Frau auf der Welt, wird in ihrem Leben Opfer von Gewalt. Tausende Frauen protestierten auch in insgesamt 198 deutschen Städten mit Kunstaktionen und Tanzeinlagen gegen die oftmals alltäglichen Übergriffe. So auch in Magdeburg. Erst im September 2012 von der New Yorker Künstlerin Eve Ensler initiiert, hat sich One Billion Rising in kurzer Zeit zu einer weltumspannenden Aktion entwickelt. Einer der Auslöser für den Aufruf von Ensler waren die Äußerungen eines amerikanischen republikanischen Politikers, der sich gegen Abtreibung nach Vergewaltigung ausgesprochen hatte. Auch in Deutschland ist dieses Thema ja nach den Vorfällen an Kölner Krankenhäusern wieder in der Diskussion. Dass sich nach Angaben des Time Magazines Frauen in 205 Ländern der Erde am One Billion Rising beteiligt haben, ist sicher auch Ausdruck der Proteste nach dem Tod einer Studentin in Indien, nachdem sie von 6 Männern vergewaltigt und aus einem fahrenden Bus geworfen wurde. In Magdeburg hatten sich die Organisatorinnen um Jacqueline Brösecke den Platz neben dem 100-Wasserhaus für die Veranstaltung ausgesucht. Vielleicht hätte man sich noch ein paar Teilnehmer mehr gewünscht, aber mit Großstädten wie Köln oder Berlin, wo sich weit mehr als 1000 Teilnehmer, und zwar nicht nur Frauen, einfanden, kann Magdeburg noch nicht mithalten. Doch das tat der Begeisterung der Teilnehmer und Zuschauer an diesem Tage keinen Abbruch. Das freute auch die Hauptveranstalterin. Also, wir sind heute Veranstalterin des One Billion Rising Tages in Magdeburg. One Billion Rising, kurze, knappe Erklärung, eine weltweite Aktion der politischen Aktivistin Eve Ensler, die diesen Tag, den V-Day, schon vor 15 Jahren ins Leben gerufen hat, um aufmerksam zu machen auf das Thema Gewalt gegen Frauen. Nicht nur sexuelle Gewalt, psychische Gewalt, verbale Gewalt, alles, was man in dem Bereich finden kann und was ja jeden Tag auch passiert. Und speziell dieses Jahr heißt die Aktion One Billion Rising. Soll heißen, circa jede dritte Frau ist von Gewalt betroffen auf der Welt. Wenn man das hochrechnet, wäre das 1 Milliarde Frauen, die von Gewalt betroffen ist. Deswegen heißt die Aktion One Billion Rising, die Amerikaner rechnen ja anders. Und wir machen im Zuge dessen hier heute von 15 bis 18 Uhr eine Aktion, wollen auch aufmerksam machen auf das Thema. Heute wird hier getanzt, wir haben Spaß, wir wollen dem der Gewalt was entgegensetzen, indem wir heute hier einen schönen Tag haben mit einer kraftvollen Aktion, mit Tänzen, mit Spaß, mit ganz vielen Beteiligten, die Spaß und Freude dran haben. Und wir wollen natürlich auch aufmerksam machen auf dieses Thema, indem wir Projekte eingeladen haben, die sich inhaltlich mit der Arbeit befassen. Das sind zum Beispiel die Interventionsstelle, das Frauenhaus, der Verein Wildwasser, Gewalt gegen Frauen, das Netzwerk gegen Gewalt und der Landesfrauenrat und natürlich auch das Frauenzentrum Courage in Magdeburg. Daneben wird vor allem getanzt. Es tanzen unterschiedliche Gruppen. Also es gibt zum Beispiel eine Bollywood-Gruppe der Uni, die mittanzen müssen. Der Polizeiverein hat eine eigene Bauchtanzgruppe, die heute auch noch auftreten werden. Es gibt eine Salsa-Gruppe, die noch auftreten wird. Und Diana Körn hat ja eben schon mit uns allen eine gemeinsame Aktion gemacht, wo alle mitmachen können, die Spaß und Lust am Tanzen und daran haben, hier einen Beitrag zu setzen, ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt. Dass das Ganze am Valentinstag stattfindet, sei auch kein Zufall. Das ist im Prinzip kein Zufall, weil der Valentinstag bzw. der V-Day, den die Eve Ensler ausgerufen hat, hat ja dieses Logo von dem One Billion Rising Tag heute, beinhaltet ja ein V.
Violence zum Beispiel kann man auch damit verbinden oder Vide- oder Vagina-Monologe. Yves Ensler ist ja auch einer derjenigen, die die Vagina-Monologe geschrieben hat, Interviews mit Frauen geführt hat und die auch ganz viel beigetragen haben, um Aufklärungsarbeit zu betreiben. Der Aktionstag will aufklären, sensibilisieren und informieren und demonstrieren, dass Tanzen Kraft, Freiheit und Selbstausdruck ist. Wie hier beim Auftritt der Bollywood-Tanzgruppe der Uni. Das Modellprojekt Ich will mich ist 2012 zu Ende gegangen. Gestartet war es im Mai 2009 mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen ein gesünderes und vor allem selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die Erfahrungen und die Ergebnisse aus diesen 3 Jahren wurden nun in einer Broschüre zusammengefasst. Anlass für uns, noch einmal im Regenbogenhaus vorbeizuschauen. Rüdiger Plock, 56 Jahre alt, ist einer der Bewohner des Regenbogenhauses, einer Einrichtung des Paritätischen auf dem Werder, dem im Rahmen des Modellprojektes ein weitgehend selbstbestimmtes Leben ohne beeinträchtigende Medikamente ermöglicht wurde und der davon auch regen Gebrauch macht. Mit ihm und dem Leiter der Einrichtung, Gerhard Ackermann, unterhielten wir uns dieser Tage über den Verlauf und die Ergebnisse des 3-jährigen Modellprojektes zur Entmedikamentisierung von Psychopharmaka. Wir ließen uns noch einmal einen kleinen Bogen spannen, was das Projekt alles beinhaltete. Einleitend oder einführend wäre zu sagen, dass es in der Tat so ist, dass Menschen mit einer geistigen mehrfachen Behinderung Psychopharmaka bekommen. Die Psychopharmaka bekommen sie in der Regel oder in den meisten Fällen nicht wirklich, um irgendwelche psychischen Störungen therapieren zu wollen, sondern man hat Psychopharmaka zur Anwendung gebracht oder bringt sie auch noch zur Anwendung, weil man glaubt, damit Verhaltensweisen, sprich Aggressionen, Eigenaggressionen, Fremdaggressionen dämpfen oder gar einstellen zu wollen. Dass das Ganze ein Irrtum ist oder nicht ganz richtig ist, das beweist letztendlich unser Projekt. Wir haben mit dem Projekt das ganz klare Ziel verfolgt, die Psychopharmaka bei Menschen mit ihren geistigen mehrfachen Behinderungen herauszuschleusen aus den Körpern, sprich sie zu entmedikamentisieren, um einfach zu schauen, ist es in der Tat wirklich notwendig, dass der Einzelne, der individuelle Bewohner im Regenbogenhaus eben wirklich 3, 4, manchmal nur 2 Präparate am Psychopharmaka bekommt und nimmt oder könnten diese sogar einfach weggenommen werden. Das Ganze haben wir dann in eine Projektidee münden lassen, aber vor vielen Jahren, muss ich dazu sagen, und haben uns dann sehr lange auch damit vorbereitet, ein größer angelegtes Projekt zu initiieren, haben dazu eine Konzeption entwickelt, auch ganz klar uns Gedanken gemacht, wie könnte so ein Projekt umgesetzt werden, was ist alles notwendig, um es auch gut womöglich umsetzen zu können. Und haben da eben wirklich sehr viel Zeit gebraucht, das vorzubereiten, sprich im konkreten 4 Jahre. 2004 war die Idee geboren, 2009 sind wir mit dem Projekt gestartet. Das macht schon deutlich, wie lange Zeit wir zur Vorbereitung gebraucht haben. Und wir haben es dann auch gut
unterstützt bekommen von Axo Mensch, von die Software AG und konnten das Projekt mit dem Ziel der Entmedikamentisierung, was als Hintergrundziel zu sehen war, wir hatten das Ziel, die Lebensqualität der Bewohner und Bewohnerinnen aus dem Ringbogenhaus wesentlich zu verbessern und zu verändern und haben dafür also 3 Jahre das Projekt umgesetzt und durchgeführt und sind am Ende so jetzt angekommen, tatsächlich können der Öffentlichkeit tatsächlich gute, positive Ergebnisse vermitteln. Die sind auch in dieser Broschüre, die wir jetzt vielleicht gleich mal mit erwähnen, sozusagen niedergeschrieben worden. Ja, genau. Wir haben jetzt zum Abschluss, zum Ende des Projektlaufzeitraumes, haben wir die Ergebnisse, den Projektverlauf, alles das, was wir mit dem Projekt erfahren haben und durften, haben wir zusammengefasst in einer Broschüre von einer Redaktion erarbeitet. Und wie gesagt, die Broschüre zeigt ganz klar auf, wie es zu dem Projekt gekommen ist, wie das Projekt, das Konzept umzusetzen war, was wir eben vorher hatten. Und ganz klar natürlich ein Fazit mit den positiven und auch negativen Erfahrungen, die wir im Projekt gemacht haben. Was hat Sie eigentlich auf die Idee gebracht, überhaupt die Medikamente zu reduzieren oder abzusetzen? Weil das ist ja jahrzehntelange Usus gewesen, mit diesen Medikamenten zu behandeln. Ja, ich glaube, vielleicht war es tatsächlich mein Einstieg in die Sozialbranche, also in den sozialen Dienst, sprich in dem Bereich der Behindertenhilfe, dass ich aus einem technischen Bereich komme und ich da wirklich unbedarft an die Sache herangegangen bin. Und gleich zu Beginn, in den 1990 habe ich angefangen, die Leitung des Hauses zu übernehmen, ist mir aufgefallen, ja Herrgott, die Menschen gehen alle etwas gedämpft, für mich nicht so aktiv am Leben teilnehmen, durch die Welt, durchs Leben. Warum ist das so? Muss das so sein? Habe das Ganze für mich damals persönlich hinterfragt und habe dann vermittelt bekommen, dass die Menschen so für mich so wahrzunehmen sind, weil sie aufgrund ihrer Behinderung vom Verhalten her gesehen zu erleben waren, dass sie eben sehr ungehalten, will ich mal sagen, aggressiv gegen sich selber oftmals oder auch gegen andere Menschen, ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner oder auch gegen Mitarbeiter und Mitarbeiter in dem Hause, auch wie in vielen anderen Einrichtungen. Dass man, was ich vorhin schon sagte, dass man dagegen steuern glaubte, mit Psychopharmaka die Menschen eben doch zu dämpfen und ruhiger leben zu lassen. Aber für mich war dann sehr schnell schon klar, ja, muss das wirklich sein oder kann man da nicht methodisch ganz anders schauen, um den Menschen zu einem für sich selber zufriedenstellenden Leben zu verhelfen, als mit Psychopharmaka. Kann man sagen, dass man anfangs, also bisher, bevor das Projekt kam, dass man das mehr versucht hat, die Menschen für die Gesellschaft brauchbar zu machen und sie das vielleicht mehr aus der Sicht des Patienten oder des Betroffenen mal versucht haben zu sehen? Den Menschen für die Gesellschaft brauchbar machen, das ist, ist man noch nie so durch einen Sinn gegangen. Aber klar ist, das ist auch von mir eine Aussage auf der Homepage, die da heißt, Menschen mit Behinderungen sollen so leben, wie sie selber leben wollen. Darum haben wir auch den Titel, das ist auch meine Idee gewesen, den Titel des Projektes Ich will mich und sollen nicht so leben, wie die Gesellschaft das will. Also die Gesellschaft ist meine Auffassung, meine Grundhaltung gewesen, will sie in sich haben in der Gemeinschaft, keine Frage. Aber sie sollen nicht, sehr aufwendig sein, sollen nicht viel groß an Hilfen bekommen, die sie womöglich brauchen. Und hat sie dann letztendlich in Institutionen betreuen lassen, also hat die Angebote unterbreitet. Und da wiederum sollen sie eben ja so kostengünstig wie nur möglich in ihrem Leben betreut werden. Und das bringt es wiederum mit sich, dass natürlich auch Betreiber, Einrichtungsträger eben gucken müssen, wie kriege ich das in einer Institution gut gehandelt. Sie schreiben ja in der Broschüre, und das wurde auch bekannt, das sind 19 Teilnehmer in dem Projekt gewesen, das ist also ein Drittel ungefähr der Leute, die hier wohnen, sind die alle von Anfang bis Ende dabei geblieben oder mussten sie bei einem oder anderen doch sagen, das klappt bei ihnen nicht? Ja, also wir haben hier bei uns im Ringbogenhaus leben 54 Männer und Frauen und von den 54 Damen und Herren sind 35, die Psychopharmaka bekommen haben, muss man ja sagen, hat sich ja verändert. Und wir haben in das Projekt, in dem Laufzeitraum der 3 Jahre, haben wir 19 Damen und Herren in das Projekt aufnehmen können,
die also von der Konzeption, von der Philosophie des Projektes profitieren konnten. Von diesen 19 wiederum gab es nicht ausschließlich nur positive Ergebnisse im Projektverlaufzeitraum, sondern auch, wir hatten auch wirklich herbe Rückschläge, Veränderungen hinnehmen müssen, die uns alle, das gesamte Team, auch meine Persönlichkeit, sehr betroffen gemacht haben, aber das war ja von Beginn an nicht absehbar, es war ja überhaupt nicht absehbar, was überhaupt geschehen wird, und wir mussten in der Tat bei zwei Projektteilnehmerinnen und Teilnehmern, einmal eine Dame und einmal ein Herr, mussten wir eine psychiatrische Versorgung wieder in die Wege leiten. Das heißt also, sie mussten in eine Langzeittherapie in einem psychiatrischen Krankenhaus und wurden dort dann auch wieder zur Entlassung, wieder ins Rehabilitationshaus zurück, wurden sie wieder mit Psychopharmaka versorgt und sie wurden wieder verordnet, weil bei beiden einfach klar zu erkennen war, es gab in einem Fall gab es eine Psychose, die uns nicht bekannt war, die wir einfach nicht wussten, wo wir nur keine Informationen zu hatten, also auch gar nicht wissen konnten, die natürlich wieder zu therapieren ist mit einem Psychopharmaka. Und im anderen Fall gab es ebenfalls eine psychische Störung, die uns ebenfalls nicht bekannt war, wo wir auch wieder mit Psychopharmaka therapieren mussten oder die Fachärzte im Klinikum. Und es ist aber bei diesen Umstellungen in beiden Fällen sind dann neuere Präparate zum Einsatz gekommen, die nicht mehr so hoch gesundheitsschädigend wirken wie die Präparate, die sie zuvor hatten. Also im gewissen Sinne haben auch doch diese beiden ein Stück weit davon profitieren können. Aber sie bekommen heutzutage wieder, wie auch zuvor, Psychopharmaka, die sie auch für ihr Leben benötigen. Kann man sagen, dass zu der Verbesserung der Lebensqualität auch gehört, dass viele Projektteilnehmer, sagen wir mal, Talente an sich wieder entdeckt haben oder wieder zum Vorschein gekommen sind, die vorher verschüttet waren oder durch die Medikamente auch? Ja, das kann man tatsächlich sagen. Wenn ich einfach mal den neben mir sitzenden Herrn Block dabei anschaue und anspreche, Herr Block war ja vor Aufnahme in dem Projekt so ein bisschen sehr, das kann auch selber sagen, können Sie sich noch erinnern, wie Sie zu erleben waren oder wie Sie sich selber gefühlt haben, als Sie noch das Psychopharmaka bekommen haben? Da war es mir so ein bisschen komisch, aber jetzt geht es wieder. Ja. Weil Herr Bernstein mir gesagt hat, sie nehmen jetzt mal die Tabletten ab, dann ist es bei Kindern. Genau. Es ist mir besser, hat sie gesagt. Genau. Ja, Sie sagten ja, Sie selber haben sich erlebt, dass etwas komisch war. Ich kann das nur ergänzen. War unruhig. Sie waren sehr unruhig. Aber jetzt nicht mehr. Sie waren zurückgezogen. Selbstverständlich. Haben kaum gesprochen. Sie haben kaum gesprochen, genau. Ganz wenig. Aber jetzt haut es hin. Jetzt sind Sie so. Das ist wunderbar. Genau. Ja, aber jetzt sind Sie so. Man kann nicht so, kann man nicht so sagen. Ja. Also, ja. Und die Talente, die in Ihnen schlummerten, die sind ja auch wieder wach geworden. Ich habe Sie vor der Einnahme der Psychopharmaka, habe ich Sie kennengelernt, dass Sie Stimmen an Animationen gemacht haben, also Stimmenimitator sind sie gewesen. Ja. Das war all die Jahre, wo sie das Präparat bekommen haben, war das überhaupt stimmt. Nichts erlebt. Jetzt haben sie das schon was erlebt. Ja, ja. Das können sie ja selber auch sagen. Wen können sie dann am besten imitieren? Viele. Viele. Na, geben uns mal eine kleine Kostprobe. Heinz Erhardt. Ach nee, hey. Renn ich auch mal nachmachen. Herrn Kohl haben sie auch mal nachmachen. Ja, den kenne ich auch noch. Also den brauche ich nicht mehr. Doch, der lebt noch. Ja. Ja. So. Oder wem haben Sie noch? Heinz Rühmann? Jo. Nee. Ja. Also wirklich hat zuvor, da kannte man ja auch schon ja, diese Stimmen, diese Imitation immer gemacht und dann war plötzlich Ruhe. Und mit der Reduktion des Präparates, der Psychopharmaka, lebte er plötzlich völlig anders. Offener, fröhlicher. Mittlerweile hat er sich entwickelt zum stellvertretenden Hausmeister im Regenbogenhaus. Nicht wahr? Was sind denn da so Ihre Aufgaben als Hausmeister? Och. Wenn die irgendwas hat, sagt sie mir Bescheid. Also komm mit ihm ganz gut aus hier unten. Also, komm mit nicht stehen. Sind aber eine sehr große Hilfe. Hilfe jeden. Wenn er irgendwas hat, hier irgendwo die Schüler rauszutragen, so schlimm. Warum muss Bescheid sagen? Der kennt mich ja schon. Bei allen Dingen, die er tut, sind sie meist dabei. Der ist ja auch so schlecht, also. Ja, also. Genau. Und können Sie auch beschreiben, wie Sie sich verändert haben, wie Sie sich heute fühlen? Heute? Wie geht es Ihnen heute? Wie erleben Sie sich heute selber? Heute. Seitdem das Medikament weg ist.
Ja. Wie geht's Ihnen da? Gut. Wie erleben Sie sich? Gut. Ich kann nichts zu sagen. Nee. Ich würde sagen, fröhlicher, offener. Fröhlicher, gesprächiger. Gesprächiger, ja. Sie haben ja damals kaum noch geredet in zwei, drei Wortsätzen. Ach, zwei Wortsätzen, ja, weil dann richtig. Heute haut das richtig raus hier, also. Genau. Es hat sich, also wir erleben Sie alle, wir freuen uns alle über Ihre Qualität, die wir erreichen konnten mit dem Wegnahmen der Psychopharmaka. Eindeutig. Und viele nehmen sicherlich auch ganz anders am Leben und auch in der Stadt. Ja. Ja. Eine Frage habe ich noch. Das Projekt ist ja auch durch Sponsoren gefördert worden. Du denkst ja, der normale Zuschauer, wenn die Medikamente wegfallen, wird es ja eigentlich billiger. Die kosten ja auch einen Haufen Geld, die sind ja nicht gerade billig, sondern Medikamente. Mhm. Was haben die Sponsoren mit ihren Geldern unterstützen können? Oder? Also die Sponsoren des Projektes, ich habe ja, glaube ich, schon erwähnt, da gab es ja einen ganz großen Unterstützer, der die Aktion Mensch, die hat das Projekt mit 250.000 Euro unterstützt. Dem Projekt Laufzeit haben die 3 Jahre. Dann die Software AG Stiftung und dann noch viele andere kleine Sponsoren, Firma Schön Bürosysteme hier in Magdeburg, die AOK Sachsen-Anhalt, die Firma Bösig aus Magdeburg, also wirklich auch regionale Unterstützer. Volksbank Magdeburg möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, die uns alle mit finanziellen Mitteln zur Seite gestanden haben als Projektoren und Unterstützer des Projektes. Und mit diesen Geldern haben wir aber, wie gesagt, zum einen das Projekt umsetzen können, zum anderen ganz klar auch finanziert die zusätzlichen Maßnahmen, die wir den Damen und Herren des Hauses angeboten haben, um die frei gewordene Energie, sag ich mal, das frei gewordene Leben auch etwas anzubieten. Ja, also die Betreuung dann noch intensiver werden muss. Genau, und da die Wünsche, die Bedürfnisse, die Begehren haben sich ganz deutlich verändert. Also jetzt sind doch viele überhaupt erst in der Lage, durch die Entmedikamentisierung Wünsche zu äußern, was sie zuvor gar nicht gemacht haben. Das hatten sie einfach verlernt. Jetzt sind sie wieder offener und dann kommen sie auf uns zu und sagen, was sie wollen, wo sie was wollen und wie oft sie was wollen. Und dann müssen wir natürlich, waren wir auch bemüht zu gucken und mussten wir uns darauf einstellen und haben eben ganz viel Zusatzangebot unterbreitet. Ich denke da an die Theaterpädagogik, im Bewegungsbereich, wir haben Muskelaufbautraining angeboten, wir haben zusätzlich Schwimmen angeboten, wir haben zusätzliches Reitangebot unterbreitet. Und so könnte ich das noch fortsetzen mit vielen anderen Dingen, die ja wiederum immer auch zu finanzieren sind. Und die finanziellen Mittel dafür, die haben wir dann über die Sponsoren, die ich eben auch genannt habe, teilweise auch bekommen können, um diese auch gut umsetzen zu können. Genau, sehr schön. Fröhlich kochen. Zeig mal die Rücken. Oh, du was? Ich sehe ja gar keinen fröhlichen Koch. Und jetzt kocht jemand ganz traurig. Nicht das. Oh ja, ganz traurig kocht. Zeig mal, wie traurig kocht. Ja. Und jetzt wütend. Ja, sehr gut. Kost. Sehr echt. Okay, danke schön, ein kleiner Applaus. Und jetzt darfst du dir eine Puppe aussuchen. Gehst du zuerst zu Thorsten, ja? Thorsten spielt man, dass er fröhlich kocht. Oh, die schmeckt aber lecker. Darf ich nochmal kurz? Jetzt gehe ich zu Lutz. Na, was kostet du für Sünder? Keine Suppe da zum Essen oder sowas? Ich habe so Hunger, aber kann ich nichts essen oder so? Was willst du hier? Suppe kochen. Suppe, ja. Darf ich auch kosten? Ach, das ist ja schön. Was kochst du hier, Markus? Danke, ich bin so satt, jetzt kann ich ins Bett gehen und schlafen. Ja. So, Jörg, koch nochmal, Jörg. Und guck zu mir, du bist ganz alleine in der Küche. Du darfst dich ausruhen. Oh, so eine schöne Suppe. Warum ist das so? Ich hab gesagt, Katrin, hast du mit drüber? Geh nochmal nach hinten. Du bist das Projekt ja quasi ausgelaufen im vorigen Jahr. Die finanzielle Förderung sicherlich auch. Damit auch. Wie können Sie das jetzt fortsetzen? Ja. Es wäre ja schlimm, wenn es jetzt auf einmal andersrum wieder käme.
Das ist wohl wahr. Das ist auch genau das, was wir hier, das Team des Regenbogenhauses, jetzt ganz klar immer im Blick haben werden und auch müssen, um zu gucken, wie gelingt es uns, die Projektidee weiterzutragen. Wir haben das Projekt beendet mit den 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir sind aber bemüht und interessiert, weitere zusätzliche Personen aus dem Regenbogen in dieses Konzept mit zu integrieren. Wir können das nicht mehr in den bisherigen Erfahrungen fortführen, dass wir immer kleine Gruppen wieder neu aufgenommen haben. Das werden wir nicht schaffen, weil die ganzen Rahmenbedingungen, ich denke da an die psychologische Begleitung, die Supervision ist ja nicht mehr möglich, weil die Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Der medizinische Fachberater ist nicht mehr da, der ebenfalls über das Projekt finanziert wurde. Und somit können wir praktisch nur in kleinen Schritten die Projektidee, die Philosophie weiter fortsetzen. Und das werden wir auch tun. Das heißt aber eben, dass wir wirklich nur mit womöglichen einzelnen Projektteilnehmern neu starten können und die in der Projektlaufzeit begonnenen Reduktionsphasen erstmal zu Ende führen. Das sind wir im Moment noch konkret dabei. Und das geht jetzt aber durch den Wegfall der großen Förderung nur noch in kleinen Schritten. Ganz kurze letzte Frage. Wie hat das Projekt jetzt inzwischen deutschlandweit ausgestrahlt? Die Resonanz in der Bundesrepublik ist zu unserem Erstaunen sehr groß. Wir haben ja Fachveranstaltungen durchgeführt, 2010, 2012 die Abschlussveranstaltung, haben da Gäste aus ganz vielen Bundesländern bei uns gehabt und haben durch diese Öffentlichkeitsarbeit, wir haben auch waren ganz viele Medien präsent, Fernsehanstalten, Fachpresse hat über uns berichtet, Tageszeitungen. Und es kam auch zu einer Zusammenkunft in Baden-Württemberg, in Löffing genau, das Haus Lebensheimat. Dort haben wir mal einen Fachtag durchgeführt 2010. Und diese Einrichtung in Löffing hat zum Beispiel sich nach dieser Fachveranstaltung auf den Weg gemacht, gleiches Projekt für sich zu initiieren und haben damit 2011 begonnen. Und ich habe gerade zum Ende des Jahres einen Brief bekommen aus Baden-Württemberg, aus Löffingen, wo sie mir mitgeteilt haben, dass mittlerweile 3 Bewohner, Bewohnerinnen aus ihrem Hause in die Projektidee aufgenommen wurden und man da auch schon ganz klar Reduktionen vorgenommen hat mit Psychopharmaka und auch schon, genau wie wir, positive Veränderungen bei den behinderten Menschen erleben konnten. Die Broschüre kann im Regenbogenhaus oder telefonisch unter 59 74 73 bestellt werden. Zur Lutherdekade, einer Veranstaltungsreihe, die im Jahr 2008 begann und auf den 500. Jahrestag des Thesenanschlags von Martin Luther im Jahr 2017 hinzielt, leistet auch Magdeburg eigene Beiträge. Neben größeren wie einer Sonderausstellung im Kulturhistorischen Museum auch kleinere wie die kleine Ausstellung in der Johanneskirche, die dieser Tage eröffnet wurde. Und zwar von OB Lutz Trümper höchstpersönlich. Die Treppe führt in das Tonnengewölbe unter der Westvorhalle. Dort kann die Ausstellung während der Öffnungszeiten der Johanneskirche kostenfrei besichtigt werden. Für die interessanten Texte sollte man sich aber etwas Zeit mitbringen. Geht es darum, doch um die geschichtsträchtige Zeit zwischen dem Beginn der Reformation und der Zerstörung Magdeburgs im Jahr 1631. Vom Kuratorium für den Wiederaufbau der Johanneskirche ließen wir uns erläutern, wie es zu dieser Ausstellung kam. Ja, einfach und knapp. Wir hatten ein Gewölbe, viel Unrat, viel Krimskrams und etliche Granatenhülsen oder Bomben, wie auch immer. Was macht man mit einem Gewölbe in einer sanierten Kirche, die Veranstaltungshalle für ganz Magdeburg ist? Ja, und da kamen wir auf den Gedanken, 2017 Luther-Ehrung, Luther, seine Verbindung mit der Johanneskirche, seine Verbindung mit Magdeburg und natürlich die Reformation in Magdeburg. Und schon war die Idee geboren, hier etwas in diese Richtung zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, wer persönlich diese Idee hatte. Wie auch immer, wir haben uns an den Oberbürgermeister gewendet und darum gebeten, das Thema konkret zu formulieren, was er getan hat. Dann haben wir uns einen Beistand geholt, das war der Professor Tullner von der Otto-von-Guericke-Universität,
der uns wiederum an eine Doktorandin vermittelte, die Frau Maralke Seck. Und mit ihrer Hilfe ist uns gelungen, die ganzen historischen Bezüge unter diesen vier Stichworten aufzuarbeiten, in eine entsprechende textliche Form zu bringen und aus diesen sogenannten Fahnen, die von der Decke hängen, aufzutragen. Und wir hoffen, dass wir mit dieser kleinen Ausstellung, dieser kleinen, aber feinen Ausstellung, doch ein kleines Mosaiksteinchen beim Wiederaufbau der Johanneskirche einbringen, beim Wiederaufbau natürlich im weitesten Sinne. Soll die Ausstellung über die Reformation, über das Jubiläum hinaus da unten bestehen bleiben eigentlich? Ja, es ist zumindest angedacht, dass es eine ständige Ausstellung sein sollte. Man wird natürlich sehen im Laufe der Jahre, was aus diesem Wunsch wird. Aber zumindest ist es angedacht, dass es eine ständige Ausstellung dazu sein soll. Noch mal eine Frage zu euch als Kuratorium. Ihr nennt euch ja ein Kuratorium zum Wiederaufbau der Johanneskirche. Dieser Zweck ist ja nur eigentlich schon seit vielen Jahren erfüllt. Was sind jetzt eure Hauptaufgaben im Kuratorium eigentlich? Ja, so ist es. Deswegen habe ich auch betont, Wiederaufbau im weitesten Sinne. Ja, natürlich kann man alles Mögliche da noch wählen. Beispielsweise historisch gesehen die sogenannte Apsis, also der Altarraum, verfügte vor der Zerstörung unter künstlerisch bunten, künstlerisch gestalteten Fenstern, natürlich mit sakralen Motiven. Und die Idee liegt an, hier etwas Ähnliches in diesem Kirchenschiff wieder zu installieren. Natürlich sind wir als Kuratorium nur Hilfsorgan. Eigentümer ist die Stadt und bei der Stadt liegt letztendlich die Entscheidung. Also ihr habt noch die nächsten Jahre genug zu tun? Wir hätten noch genug zu tun, so muss man sagen. Aber es ist alles endlich und manche Projekte dauern etliche Jahre, zumal wenn man dann letztendlich mit Spenden und Sponsoren die notwendigen Gelder zusammenbringen muss. Im Rahmen der Ausstellungsreihe Verrückt nach Kunst präsentiert die Kunstwerkstatt im Buckauer Engpass den Dresdner Künstler Robert Kort, der 1981 in Heilensleben geboren wurde und heute in Dresden lebt. Seine Bilder sind vorrangig Farbkompositionen in Acryl, auf Holz, Leinwand oder Pappe. Die Ausstellung kann bis zum 9. März besucht werden, außer am 1. und 2. März. Easily reversed my way out. I've heard the time can heal us all. Das war unsere Februarsendung. Fast, denn ganz zum Schluss haben wir noch einen kleinen Veranstaltungstipp für das kommende Wochenende im Arcanum Marionettentheater an der großen Diesdorfer Straße vom 1. bis 3. März. Dort gibt es eine kleine Ausstellung zum Thema Fornamentik. Wir dürfen uns vorher verabschieden. Tschüss, bis zum 25. März. Was entsteht, wenn sich die Natürlichkeit eines nackten weiblichen Körpers mit der Kunst einer kreativen Hand paart? Martin Müller und Paul Gandhi präsentieren Fornamentik.